Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Lara streckt sich. Nein, herzlich willkommen zurück zu Legend. Siehst du die Kiste da oben auf dem Regal? Die könntest du auf die Druckplatte stellen. Ja, die auch. Das ist keine Kiste, das ist ein Sarg. Jeder wette, dass er bewohnt ist. Möglich, aber ich will mir vor allem erstmal was anderes holen. Was, das geht nicht? Oder ich habe den Winkel falsch, kann auch sein. Ah, nee, jetzt hat's geklappt. Komm her, du. Ab in meinen Besitz. So, jetzt muss ich das hier auf der anderen Seite nur nochmal machen. Deswegen, das Secret ist in dieser Hinsicht auch nicht so gut versteckt, natürlich, weil, ne, hier muss man ja auch schon auf die Idee kommen mit dem Kronleuchter. Quatsch. Naja, das ist wirklich ein Sarg. Und jetzt müssen wir hier nur gucken, dass wir mit den Strömungen, dass wir von denen nicht abgebracht werden. Seriously, ich muss da wirklich ganz genau zielen. Komm. Was? Sonst zur Not muss ich das halt anders machen. Oder jetzt vielleicht? Ah, jetzt geht's, okay. Ich muss halt nur ein bisschen näher ran. Ja, komm, 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 komm. Okay, so geht's jetzt gerade nicht. Da muss ich erstmal hier hin. Dass das schon mal ein bisschen tiefer ist und dann hier rauf. So. So, das ist jetzt aber Ihre allerletzte Ruhestätte, Sir. Hatten alle ihren Spaß? Gut, dann machen wir uns wieder an die Arbeit. Da finde ich den Spruch von Lara auch so ein bisschen hart. Ich meine, es war jetzt nichts Böses oder sowas direkt, ne? Aber, ne? Warum nicht ein bisschen Spaß bei der Arbeit? Ansonsten hat sie doch auch nichts dagegen. Aber hier ist sie jetzt wirklich anscheinend sehr genervt. Naja. Oh. Dich will ich ja nicht hier lassen. Ich ändere dann mal eben meine Reisepläne, dürfte aber nicht lange dauern. Feigling, keine Sorge, Lara. Ich hab dich immer noch im Auge, aber unter Wasser hörst du mich vermutlich kaum noch. Gott sei Dank. Hey, das habe ich gehört. Wenigstens Alistair hatte hier gerade seinen großen Spaß. Die Geräusche hier klingen ja sehr vertrauenserweckend. Hehe. Soll ich euch was verraten? Es hat einen Grund, warum man diese Geräusche hört. Hehe. Irgendwie glaube ich, dass ich mit dem Sarg zuerst noch woanders hin musste, anstatt hier vorne hin. Gott, das klingt so gruselig, ey. Ungelogen. Da könnte ich sonst auch nochmal zurück, aber ich glaube, da musste ich wirklich auch nicht mehr hin. Aha.
Natürlich ist das ansonsten hier nicht magnetisch, dass ich das hier so umständlich machen muss. Aber okay, immerhin. Och, wo ist mein Sarg hin? Ey, nein! Sarg, bleib hier! Ich glaube, ich brauche dich nämlich noch, ey! Genau, sonst komme ich hier gar nicht über das Gitter drüber. Ich wundere mich gerade. War denn hier nicht noch irgendwie was? Wo ich dann auch sonst irgendwie von der Fahrt her eigentlich hinspringen musste? Aber hier habe ich ja eigentlich mich umgeguckt. Deswegen, hier ist ja ansonsten nichts mehr. Hatte ich wohl falsch in Erinnerung, okay. Aber man will ja auch ganz sicher gehen. Sag, bleib hier, komm zurück. Blöde Strömung. Das ist schon ganz cool gemacht hier auf jeden Fall mit dem Sarg. Ich mag das. Und let's go. Wuhu. Achtung, Bombe. Kann ich hier eigentlich noch untertauchen? Nee, kann ich nicht. Ich glaube, ich kenne den Grund dafür. Jetzt gerade echt, hier taucht sonst was für ein Monster auf. Seht euch das an. Oh, das ist großartig. Das ist interessant. Kriege ich das nochmal so hin? Ja, komm, das war gerade so cool, genau. So sieht es dann wirklich aus von der Kameraperspektive her, als würde uns etwas aus dem Wasser heraus beobachten. Ich fürchte nur, irgendwie so in der Art ist es auch. Das klang ja hier eben alles nicht so nett auf jeden Fall. Lasst mich ein, lasst mich ein. Zu. Was? Dachte der Kerl, der das alles hier angelegt hat, der brennende See und die verdammten Klingen sind nicht genug? Tja, anscheinend nicht. Das reicht noch nicht. Na, es ist gerade noch nicht wirklich so sehr. Das geht besser. Oder? Noch ein bisschen? Ja, so ist, glaube ich, ein bisschen besser. So sollte es gehen. Und zap. Was machst du? Blöde Kuh. Das würde ich gerne in Zeitlupe sehen. Tja, dann zeichne es auf. Und spiel es langsamer ab, dann kannst du es in Zeitlupe sehen. Echt, der Kameramann ist echt manchmal einfach nur ein Arschloch. So, dann schwingen wir halt ein bisschen länger, aber ich dachte, sonst schwinge ich halt zu weit, aber... Ne, weil so habe ich doch schon extrem viel Schwung. Das ist ja... Und ich habe auch noch HP verloren, was fällt dir ein, Spiel?
Kann ich dich einfach sonst hier hoch? Kann ich dich einfach hier direkt abkürzen? Ach, das ist doch alles nicht nett. Oder vielleicht war ich auch sonst zu hoch, dass ich wirklich auch zu viel Speed drauf hatte und es irgendwie deswegen nicht geschafft habe. Das kann ja sonst auch sein. Nein, das war jetzt zu wenig Schwung, das war jetzt zu wenig. Ich... Oh, Manu. Das kann sich nur noch um Stunden handeln, liebe Leute. Normalerweise ist man hier schnell durch, aber... Naja. Ne? Erstmal wieder richtig gucken, wie es halt ist mit dem Winkel etc. pp. Aber jetzt hatte ich wenigstens nicht zu viel Schwung drauf. Und ich glaube, von der Höhe her hat es auch gestimmt. Aber es war halt dann doch ein bisschen zu wenig Schwung. Nein, nur eine Umdrehung war, glaube ich, gerade ganz gut. Jetzt hat sich lieber festgehakt. Mensch, Mädel. Du machst mich gerade wahnsinnig. Lara. Und... Sonst muss ich gleich doch noch mal ein bisschen manövrieren. Hauptsache... Na, so, jetzt bin ich nämlich ein bisschen tiefer und jetzt ein bisschen Schwung nur. So. Ja, endlich. Sehr gut. Geht doch. Nein, nicht abstürzen hier. Auf gar keinen Fall. Okay. Puh, so weit, so gut. Genau, wusste ich doch, dass hier noch auf dem Dach was versteckt ist. Lara ist ja gerne auf Dächern unterwegs, ne? Wenn man das mal so bedenkt. Fast in jedem Tomb Raider. Ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstall von Camelot. Bist du sicher? König Artus, der den Lenden Uta Pendragons entsprang? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus Ihnen und Ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Finde ich aber eher ein bisschen unwahrscheinlich, Lara, deine Theorie. Dass es irgendwie mehrere Könige in dieser Hinsicht, gab, um die Leute, sag ich mal, zu verwirren und die Geschichte zu beeinflussen. Das ist irgendwie... Nee, weiß ich nicht.
Klingt komisch. Angeblich brachte Bediver Artus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Lancelot, Galahad, Parsifal und Bors. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Artus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte. Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Vor allem hat er gerade wirklich Boas gesagt. Es gab ja auch eine Boas in Angel of Darkness. Wahrscheinlich ist hier eher ein Mann mit dem Namen gemeint, aber trotzdem, ich finde das irgendwie cool schon. Das ist jetzt natürlich ein doofes Zeitspiel. Ah, nee, ich muss das so machen, okay. Weil es dann sofort zurückgeht. Lara, geh da jetzt rauf. Mädchen, du bist doch echt manchmal doof. Jetzt habe ich schon zu wenig Schwung. Nochmal. So, jetzt hast du auf jeden Fall richtig viel Schwung. Jetzt schön gerade. Genau. Ja. Artus Pendragon, König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Sip! Alles da! Sip, was ist los? Das klingt nicht gut. Ach, guck mal, die Tür öffnet sich für uns. Warum? Keine Ahnung, aber sie tut es. Oh, meine Güte. Ach, schade. Na komm, guck die Glocke doch an. Na komm schon. Wieso geht das denn gerade nicht, Mensch? Jetzt aber, komm. Ja, komm. Ah, fuck. Nein! Oh, meine Güte, das gibt's doch echt nicht. Noch nö!
Wow. Blödes Mistvieh. Das ist nicht wahr, ey. Dann zieh doch, Mann. Lara, du bist lahm, ey. Endlich. Nicht da. Guck wieder hin, guck wieder hin. Oh, seriously, es war so knapp. Ah. Nerv mich nicht. Och Mann, ich habe keine Midis mehr, Junge. Deswegen lass mich in Ruhe. Das gibt's echt nicht. Endlich. Blödes Mistvieh. Ich nehme an, dass wir Nessie hier die ganze Zeit gehört haben. So gruselig am Rumatmen und sowas hier. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich da auf den Körper kommen? Denn dass ich jetzt den Körper hier habe, ist natürlich auf jeden Fall sehr gut. Denn dadurch komme ich hier auf jeden Fall zum Ausgang. Sonst hätte ich das gar nicht geschafft, deswegen. Danke, danke für deine Leiche. Gute Idee. So, aber wie wir hier ansonsten rauskommen, sehen wir uns, denke ich, mal im nächsten Part an. Denn der Part ist hier jetzt lang genug geworden. Aber der nächste Part sollte der letzte von England sein. Und dann ist das Spiel auch nicht mehr allzu lang. Es kommen noch zwei Bereiche und das war's. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, es lohnt sich, es wird nochmal richtig spannend, auch wenn das wahrscheinlich die spannendste Stelle überhaupt war mit diesem Bosskampf, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören, bis zum nächsten Part, ihr Lieben, ciao.